Hey, ja, ist der Stoppen? Willkommen zurück zu Farewell to Dragons, zur Fortsetzung unseres Spiels. Beim letzten Mal haben wir das Spiel angefangen und haben, naja, noch nicht so viel vom Spiel gesehen, muss man mal so sagen. Wir haben ja unsere erste Quest erhalten, wo es darum geht, ein Inn zu betreten. In einem anderen Gebiet allerdings erst. Wir haben das Startgebiet erstmal komplett gesäubert von Feinden, die in unserem Levelbereich waren. Und ja, ich würde sagen, wir legen los, machen weiter und schauen mal, was jetzt erwartet im neuen Territorium. Weil wir natürlich jetzt endlich auch mal, ja, jetzt mal ein neues erleben wollen von der Story. Okay. Aber wir sind jetzt noch hier in diesem Gebiet hier. Lake hieß es, genau. Und dann gehen wir mal raus und wieder rein oder sowas. So, okay. Gehen wir mal direkt weiter. Proceed nach Hylandia, yep. Schauen wir jetzt hin. Mal schauen, was uns dort erwartet. So. Okay. Hylandia. We have only a short way to go now. Okay, wenn das so ist. So. Oh, hier. Oh, hier, der Level 40 Typen. Aber wie sind wir diese Level 40 Typen? Wo muss ich denn hin? Kann doch mal die Gegend mal erkunden, hä? Okay, hier sind wir diese komischen Viecher. Aber das ist ja riesig, dieses Gebiet. Oh, hier ist ein Dorf, aber nicht da, was sie suchen. Müssen wir hin, ey. Hier müssen wir hin. Da müssen wir hin. Weiter. Aha, da müssen wir hin. Ist das? Ja, ne? Ist ja hier. Weiter. Na gut, da müssen wir da wohl hin und mal gucken, wo wir sind. Kann weiter dauern. Na gut. Ja, wir messen direkt dahin. Besides the radar, you may also find directions by using the game map. To open the map, click the leftmost icon below the radar or press M. The map will show you all the important objects and provide detailed descriptions if you roll the mouse pointer over them. You may also left click any dot on the map to move the camera onto that location. A right click will order your characters to move to that spot. Eine Karte hier. Ach, wie praktisch. Hier gibt's auch einen Verkäufer. Ah, super. Dann können wir gleich da. Oh Gott, das ist riesig, hä? Ja? Ich will trotzdem erst zu dem Indie. Ich will mal jetzt endlich mal hier dieses Gebiet. Ja, erstmal die Hauptquest erledigen in dem Gebiet und dann machen wir weiter mit den Nebenquests. Und dann legen wir erst los mit dem nächsten Gebiet. So, wie das jetzt überlegt. Hängt das halt ab vom Spiel. Erregend ist das ja so, dass ich Hauptquest machen sollte und dann die Nebenquests. Deswegen gehen wir gleich da, ziehe Richtung dahin, an der Straße entlang und dann wird das schon funktionieren. Also gehen wir mal, warte mal. Wie ist die Kamera? Muss jetzt Norden nach Norden gerichtet sein, damit es besser funktioniert. Damit ich weiß, dass es im Westen auch im Westen ist. So. Wer ist das? Vella, wer ist das? No, I won't take the shorter part. I will go through the day. I guess this guy had one drink too many. It's dark, it's damp, and scary. Lead balls. Who had a thought? Slopes are steep and slippery there, and it's windy there. And I will feel better. I will grow sober. Kann ich mit ihm reden? Think about it. Have you ever seen a firearm like that? Lead balls don't make me laugh. Lead balls? What are you talking about? That dwarf! He says, if you load those into a firearm, so if you load lead balls into a firearm, they are deadly. Something explodes inside. You see, a ball flies out and wham! You get a hole in your head.
Es klingt nach einer klassischen Waffe. Nothing special, just a handgun. I d don't know. He called the thing a firearm. I won his shirt at cards. Those dwarfs are gamblers by nature, but can't play cards very well at all. He didn't want to give me his shirt, but pulled out his firearm instead. I needed it like I need a hole in the head. But it seemed a rarity. One you can't protect yourself with at that. So I locked this firearm along with these lead balls, bullets or something. So you have won a handgun along with some bullets? No, not a handgun, a firearm. Here, he draws an old revolver. See? A good one, eh? Was kann man dazu noch antworten? Hey, that firearm is really good. I've been looking for something like this. Say, you think you might be interested in trading something for it? You don't need it anyway. Really, it's just an odd thing you won by fortune. Well, I might be able to find a use for it. But sure, I will barter it. It's dangerous, after all, and I don't trust those dwarfs. What do you have? A pearl. Will that do? Let me think. He tries to look unsure, but the greedy gleam of his eyes betrays him. It's a deal. This thing is worth a lot. It's so dwarven origin, you know. But a good man like you probably deserves it. Deal. Good luck, friend. Super, the pearl was given to him. To Rivella, receive pistol and bullets. Super. Wir haben Pistol und Bullets. Kann man so benutzen. Oh ja. Oh ja. Ja, eine Pistole. Ich kann eine Pistole nutzen. Das ist super, ey. Cool. Allein eine Pistole, mit der man schießen kann. Das ist doch praktisch. Ja, jede Menge Waffen hier. Da muss ich noch Explosives. Wie kann ich denn Explosives lernen? Wie mache ich das eigentlich? Explosives. Wo sieht denn das? Wo sind Explosives? Automatische Waffen. Klingt ja auch nicht schlecht. Explosives, das ist hier Explosives. Muss ich immer das aufrüsten? Ah ja, ich verstehe. Muss mal gucken, was mache ich denn hier? Mechanics. Your knowledge of mechanics improves the way you handle firearms, enhancing damage and precision. Damage from weapons is increased by 20%. Increases shot precision by 10%. Was das? Extra sliding blades substantially enhance the parameters of power circular saws. Was? Es gibt hier Kreissägen? ja. Increased damage by chainsaw 55%. Chance of critical blowing is increased by 3%. Chance of cause bleeding 25%. Wenn hier kann man hier so Dinge machen. Trigger. Mechanic improvement substantially increase attack speed and damage done by pistols and rifles. Das will ich ja auch mich eigentlich spezialisieren. Dann muss ich sagen. Optical sight, a new aiming system of pistols and rifles, enables you to hit the target with much more precision. Special design of mechanic armor and enhanced mobility and allows you to resist attacks with higher efficiency. Da muss ich auf jeden Fall das machen. Da muss ich auch ordentlich investieren. Was kann man hier? Das sind Waffen. Das sind was kann ich damit machen? Das ist nur für explosive Waffen. Das wäre auch interessant hier. Machine Guns. Das würde ich auch gerne nehmen. Machine Guns. Das wäre sicherlich praktisch. Werden wir mal hier mich darauf spezialisieren hier.
So. Und mehr machen wir das. Dann haben wir da erstmal ein bisschen mehr Schaden. Jetzt speichern wir jetzt immer die Waffen weg. So. Okay, noch hier. Oh, können wir hier so mal kurz erledigen, wenn die auf dem Weg sind. Komm her. Schießen wir damit auch. Und dann können wir auch platt machen. Das ist gut. Eine Pistole schießen. Auch nicht schlecht. Nur mal für Munition halt sorgen. Ne? Deswegen sollte man auch Anwaffen immer noch dabei haben. Und 500 sind ordentlich, aber geht natürlich schnell alle irgendwann. So, ja, weiter. Was haben wir hier? No, my friend, you won't escape from us that easy. Me, you. Be a good guy, turn your pockets out. I need to feed my family. We too. Stop complaining, give some money. But I've got nothing. What's it? Where? Now they will have your due as well. So. Man kann ihn damit mit erschießen, das ist ja praktisch. Thank you. It seems that mage completely stopped to maintain order in their lands. So. Bevor ich da mit ihm rede, aber hier, wir haben ja auch nicht so schlecht. Wir haben jetzt hier neue Waffen, neue Ausrüstung. Ja, ich muss echt aufpassen, dass wir hier die Kugeln nicht verschwenden. Wollen wir mit ihm hier? Victor, they want to talk to you. Okay. Thank you, wunderbar. I thought I was a dead man. Phew. How stupid it all was. I was as good as dead. No problem. What did you want? What did they want from you? They wanted to kill me, but they figured to make fun of me first. And then you came along, wunderbar. This was not my fault, not in any way. I was just doing my job, chopping a tree. Losing my axe is such a pity. How am I get along without it? How did you manage to lose your axe? I was chopping down a tree in the woods, not far from here. And then, all of a sudden, robbers came up to me. Their camp must be around there somewhere. And I just didn't know about it. Well, I was afraid for my life. So I started to run, and I dropped my axe. Two of them chased after me. I had nothing to fight back with. If it wasn't for you, they would have killed me and left my body on the boat. A man's life is nothing to them. It's just something make fun of. Can't you buy a new one on at the market? Where am I supposed to find one? Go see yourself. They sell nothing but weapons there. Such axes are only good for shopping people, not trees. Besides, I don't have the money. No, it's my axe that I need. Which I received from my father and he from his father. Ah, die schon lange durchgehalten. Okay, I will help you out in your trouble. Thank you. I will be waiting. It must be somewhere nearby, out in the woods. But be careful. If you find the robbers' camp, they won't let you out of there alive. Na dann, a new task was received. Okay, Axe of the Lumberjack. Gives the axe back to the lumberjack. Now he's got no tool to earn a living. The lumberjack says robbers most likely took the axe to their camp. This is not an axe you can buy at a shop.
So now I will have to look for the camp of robbers in the forest. Ui, wo muss ich da hin? Ah, ist ja direkt an der. Mal sagen, wir gehen da mal hin. Aber so können wir. Oh, um die auch kümmern hier. So. Da muss man immer für Waffennachschub sorgen, für Munition und so. Das ist natürlich auch interessant. So. Ja. So. Okay. Müssen wir irgendwie da. Ach, da oben immer hin. Okay. Hier mal da hin. Wenn so ist. Machen wir mal auf dem Weg. Naja, ist zwar ein kleiner Umweg, aber. Haben wir schon die Axt? So. Dann auch weg. Aua. Haben wir auch erwischt. Jetzt kommt der hier. Auch erledigt. So. Okay, task extended. I found the lumberjack's axe. Now I just have to give it back to him. That's hot. Ah, super. Hunting arrows. Okay, und ist hier nix? Nee. Ist hier nix? Okay. Kann ich mal leider nicht nehmen, ich brauche Level 5 für. Haben wir noch ein bisschen was vor uns mit Level 5. Okay, haben wir das schon abgeschlossen, können wir wieder zu ihm hin hier. Okay. Ja. So, what about my axe, wunderbar? Did you find it? Yes, the one I found. Will it be okay? My axe! Oh, thank you ever so much. I had lost all hope. Look, I don't have any money. But I will thank you in any way I can. Here, take my amulet. I inherited it along with my axe. The magic it has is little, but still useful. You put it on and your power increases right off. Oh, and take some healing potions too. Since you risk your life trying to retrieve my axe. Das klingt ja gut. Pass completed. Haben wir jetzt erhalten. 770 XP, ein Amulett. Und Potions. 5 Stück jeweils. Okay. I gave the axe back to the lumberjack. This joy knew no measure. To express his gratitude, he presented me an ancient amulet that enhanced strength of its bearer. Das sind wir in dem Fall, ne? Wir haben jetzt Amulett. Ancient Amulett, ja, Regeneration, Geschwindigkeit, also Angriffsgeschwindigkeit. Oh, hier noch ein Hut. Also besser, ne? Nee. Die hat neben dir noch keinen, deswegen kannst du den dann nehmen. Jetzt auch rein auf, das ist auch interessant. So, jetzt geht's. Ah, ne, war falsch, ich wollte jetzt dahin, get us in. Können wir wieder weitergehen hier? Gehen wir den Weg entlang, wo sind wir jetzt? Hälfte? Bin nicht mal. Gucken wir, was wir so finden unterwegs. Ja, wieder Feinde, Wölfe. Okay. Oh ja. Hey. Was soll das hier? Oh, der ist erwischt. Nur der hier. Oh, erwischt. Ein paar Wölfe weggeräumt.
Also auf dem Weg, was hier auf dem Weg so rumliegt, war immer platt. Er muss aber immer wechseln, weil sonst will er immer die Waffen nehmen. Oh, Sparkling Arrows. Klingt aber für sie. Also ein bisschen doof, da man dann nicht einfach sagen kann, jetzt nimmt man die Waffe nicht oder so, aber es hieß immer trotzdem, nimmt er die. Kann ich denn die nutzen hier? Ne, da wollte ich hin. Ah ja. Ja. Machen Luftschaden. Interessant. Aber hier für Typen. Achso. Okay. Oh ja. Erwischt. Was war denn da? Oh, die auch am Weg. Er trifft ihn mal. Ist halt nicht geübt mit seiner Waffe. So. Ist halt nicht geübt mit seiner Waffe, das ist das Problem. Granaten? Healing Potions. Und Handschuhe. Okay, Granaten. Gib mal die rüber. Was sagst du, Handschuhe? Perception. Und Poder, aber ich nehme mal das, ne? Perception ist doch. Das ist nicht so schlecht. Dann gib die auch mal rüber. Weil nur die besser als die, die wir haben. So. Könnten die weg, die sind aber eh verbraucht. Da braucht man ja Explosives. Ich weiß nicht mal genau, wie man. Kann man die auch als Hauptwaffe nehmen? Keine Ahnung, wirklich. Ja, auch nicht so schlecht. Fernwaffen. So, okay. Gehen wir wieder zurück. So. Okay. Und wir jetzt? Ah, lernen und langsam in der Stadt. Boah, der. Was war das überhaupt? Eine Stadt oder was? Ah, ne, das ist doch hier in. Settlement. Eine Siedlung ist es einfach. Okay, es ist einfach eine Siedlung. Was ist denn da? Von hier von mir. Da weg. Voll erwischt. Oh, mehr. Auf jeden Fall macht sie mit ihren Zaubersprüchen ganz viel Schaden. Mit diesem hier, mit Sins of the Past. Ah, ne. Stigma of the Past heißt es. Dann gib mir die mal hier. Ich kann mich hier eigentlich hier. Er kann die alle tragen. Aber ja, ich brauche die ja nicht gegebenenfalls. Weiß nicht, welche ich brauche im Kampf. Muss ich keine Eheleute hin und her schieben. Also nicht so das Problem. Kampf kann ich nicht einfach hin und her schieben, glaube ich. Weil dann kein Problem sein. Oh, wieder Gegner. Jetzt gehen wir mal hier lang. Wir rennen jetzt halt nur den Weg entlang hier. So. Okay, da ist keiner. Da sind nur Hasen oder was? Ja, Hasen laufen hier rum. Kein Nickel! Da kann man keine Hasen jagen, um mal welche was zu essen zu kaufen oder was essen nehmen, ne? Ah, da landen wir. Was ist das hier? Ein Ortsschild, wo nichts drauf steht. Ein Mordor, ich glaube, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig? Sind wir an dieser Stadt hier angekommen? Anselms Neighbor. Ach, und was ist denn? Wer ist denn Anselm? So,
Victor, they want to talk to you. Whoa, whoa. Look, a puppy attached itself to me. Is this he? Will you look at that? A young woman is in simple peasant clothes shakes her head regretfully, looking at the burnt out remains of a house across the street. What on earth made him do that? That what? And who are you talking about? And why do you want to know? She eyes you suspiciously. The house belonged to poor Aunt Sam and his family. Everybody inside died. What a nuisance. What has he done wrong? You mean he died in the fire? No. Aunt Sam, the guy who owns the house, he didn't die. He was out at the tavern. They came running to him and explained. He was drunk. So it took him a little while to understand. Then he returned to the site and nearly went mad. He was crying and crawling among the ashes, trying to find at least something left of his family. He had a wife and a little daughter. They didn't manage to get out and perished in the flames. Ach du Scheiße! What happened to him after that? Where is he now? What do you think happened? Forlorn. He walks around the town, not knowing where to go. He tried to kill himself, but they didn't let him. He loved his wife in spite of their arguments, and he loved his daughter. Now he blames himself for their deaths. If only he could busy himself with something to get his mind off it. He lost all his gold and all his possessions, but he's strong and hardworking. I don't want him to perish. A real nuisance, I tell you. Do you know why the fire started? No one knows. They say it ignited itself like brushwood, but there wasn't any. He and his family didn't have any enemies who would burn the house. Tongues wagged and wagged, but they didn't bring back the house or people who died in it. Das ist ja echt tragisch. I see, thank for the story. Das ist ja echt tragisch.